Tourette beim Dateabend. Das würde ich sehen. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Es nervt mich immer noch so, dass Tim so aussehen möchte wie ich, aber ich kann es nachvollziehen. Da Jan und ich bis jetzt immer noch kein Video für morgen haben, dachte ich, ich mache einfach mal die Kamera an und guck, was passiert. Wir gehen gleich auf jeden Fall noch was essen, da vorne sitzt der Jan. Ich habe gehört, du hast Ischias-Ping. Ich habe übrigens Rückenschmerzen. Ischias-Ping. Ischias-Ping ist Kölsch für Schmerzen im Arsch. Ischias ist es nicht, ist er? Was tust du? Oh mein Gott, mein Bauch, Alter. Der will die Schmerzen wegbohren, Bro. Lass es zu. Kannst du jetzt aufhören? Nein, wir brauchen ein Video für Dienstag. Okay. I mean... Bibis Leo Vlog schauen wir beim nächsten Mal. Wallahi. Big Leo Fan. Wir wollten ja immer mal Videos machen, wo wir einfach mal so spontan die Kamera machen, um zum Beispiel zu zeigen, wie Gisela eigentlich so im Alltag ist. Ja. Und ich dachte, das mache ich jetzt einfach mal. Perfekt, Bro. Perfekt. Mal gucken, was so draus wird. Ich filme einfach mal ein bisschen. Haben wir schon einen Tisch bekommen, Tim? Nee. Wir versuchen gerade noch in unserem Lieblingsrestaurant einen Tisch zu kriegen, aber das ist irgendwie schwerer, als wir denken. Soll ich mal anrufen? Bist du schon gestresst? Ruf mal an! Ja. Okay. Ja. Ach, die beiden haben jetzt ein Date. Café de Paris oder Spence on Till? Oh, no front an Bootshaus. Wir sind YouTuber, wir können das. Wir zahlen dafür nicht. Man muss nur bei Bootshaus hacken gehen. Die immer und nicht denken, die rote knallen. Das Hacken ist meine Aufgabe. So, ich werde bei diesem Video jetzt einfach immer spontan die Kamera machen, wenn wir unterwegs sind heute Abend. Ja, ja. Der Blaue war gerade hier und jetzt wird der Tim blau gefickt. Genau, wir haben nämlich gerade mit Rezo gedreht. Deswegen kann ich euch eigentlich auch mal kurz zeigen, wie die Küche gerade aussieht. Mhm. Oder willst du es kurz zeigen? Zeig du mal grad. Ich zeige jetzt ja. Hallo! Ja! Man muss sich drauf tippen, um das umzudrehen. Nee, da musst du ganz kurz aufhören. Oh! Da musst du die aufhören. Oh, hör mal auf, Tim zu fronten. Tim sieht blond scheiße aus. Der Einzige, der Tim frontet, bin ich. Und das auf freundschaftlicher Ebene, weil wir es wirklich mögen. Sie Papa. Die Fotos? Ja. Da musst du kurz. Wie geht das? Hier, warte. So. Ja. wir haben auf jeden Fall gerade gedreht. Es ist hier noch einiges vollgesaut, aber die beiden haben auch wieder sehr viel sauber gemacht, freundlicherweise. Sehr gut. Ist leider auch noch hier. Hi. Wir haben für uns ein Video gedreht und zwar Ekelpong. Genau. Mhm. Oh, das ist eine sehr kreative Idee. Ekelpong. Wo habe ich das schon mal gesehen? Ekelpong. Okay, das muss vor 2 Jahren. Ekelpong wurde gestohlen von Worldwide Wohnzimmer. Ja, ich glaube tatsächlich. Ja, ich glaube, da hat sich jemand inspirieren lassen, glaube ich, ja. Aber da fronte ich natürlich nicht, weil ich klaue auch alles. Hier, scharfes Gemüse. Da wird mir wieder schlecht. Oder Apfelessig. Mhm. Oder Karotte. Eier, Butter, Käse. Komm, jetzt, hier, ich will jetzt sehen, wie ihr beim Date seid. Okay, das will ich noch sehen. Savage Love. Break your heart. Break your heart. Perfekt, Bro. Ich glaube, wir springen einfach mal direkt hier ins Auto. Was passiert denn da? Ah, du bist ja ein ganz süßer, ne? Und das war kein Tick. Machst du das häufiger? Nee, normalerweise mache ich sowas nicht beim ersten Mal. Da geht doch was, Digga, da geht doch was. Könnt ihr mir nicht erzählen, wenn mal da eine Durchstrecke ist, dass da nicht... Ich bleib bei der Bezahlung 3 Euro die Stunde. Das kann ich mir gerade noch so leisten. Hilfe, ich muss Auto fahren. Ja, ach, die Leute sehen es. Wir haben natürlich geparkt, Leute, also keine Angst. Ich ist jetzt nicht so, als würde ich hier beim Fahren. Da, hallo. Da knistert. Wir sind jetzt auf dem Auto. Bro, die Kameraführung Jock Gesell am Nacken, wirklich. Moment, ich halte das. Warte. Ja, ich bin nicht bewandert mit dem Apple. So, wir sind jetzt auf Bibi angelehnt, der iPhone-Vlog. Auf dem Weg zu dem Restaurant. Wir gucken gleich mal, ob wir da noch, ob da noch was frei ist. Ha! Okay. Ha, die werden für euch Platz machen. Ich weiß nicht, was ich euch noch erzählen soll. Ha! Kannst du da nach draußen kurz Stadttour machen, wo wir gerade sind? Community-Frage. Lieber zu Hause kochen oder essen gehen? Y-Food. Hier ist ein Lidl. Das ist ein TK Maxx. Und ein Merzen. Ah, am Neumarkt am Start hier. Ich,
Hier bin ich. Habe ich früher mal gewohnt in der Nähe. Hallo. Tim. Wir sind gerade auf dem Weg. Hä? Ja, wir haben es doch schon gesagt. Also in einem Restaurant sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich packe jetzt gerade noch ein. Ich habe gerade das Auto fast kaputt gemacht. Ha! Na! Ja! Ich habe im Lidl gewohnt, ja. Erscheint noch nee, rein ins Restaurant. Nicht wegkommt. Der Parkhausbeauftragte, aber nicht fürs Reinfahren. Es gibt ein Unglück. Ich glaube, das wird zu unangenehm. Ah, doch, im Spencer Hill, also. Gutes Restaurant. Das ist schon mal so klassisch in dem Sinne, nee. Also, dass du essen gegangen bist. Fände ich irgendwie auch komisch. Ja, oder? Ja, richtig so komisch. So Blind Dates, bist du ein Blind Date-Typ? Nee. Alter, hatte ich ein paar von ganz schlimmes Ding. Nee, auch nicht. Da muss ja, eher ein Heben gehen, das ist schon eher so mein ein Ziel. Ein Heben gehen und dann... Ja, doch, aber kein drittes, weil ich weiß, was danach passieren wird. Nach dem dritten Date wird ge... Ganz ehrlich, Loser bei meinem ersten Date nicht. Wer weiß, vielleicht geht's noch ganz wild zu Sachen, wir backen Kuchen oder so. Oh ja. Ich habe gerade jemanden gesehen, der hier Rosen kauft. Ah nee, Café de Paris sind sie doch. Ich würde dir gerne eine Rose kaufen, aber ich glaube, er ist weg. Warum willst du mir jetzt eine Rose kaufen? Weil dir das Date so gut gefallen hat. Ja. Du bist es wirklich? Ja. Ich will Rose kaufen. Hallo. Der fällt mich nur. Okay. Wie viel kostet eine Rose? Der filmt mich nur. Das ist so der Oldschool-YouTube-Vibe. Sie so, wait a minute. Rot. Sogar rot. Nö, ich nehme eine. Ich muss sie gleich gut festhalten, ohne dass ich mich verletze. Wie groß ist diese Rose, Blärt? Sie ist sehr lieb. Danke für das leckere Dinner. Gut, dass der Mann nicht zensiert ist, aber an der Stelle. Danke für die Rose. Verkäufer meinte gerade noch, läuft bei mir, als ich die Rose gekauft habe. Hat er ja recht. So, Freunde, wir sind jetzt... sehr erfolgreich. Jan ist glücklich, Jan hat seine Rose bekommen. Wir waren jetzt gerade was essen. Und ihr wart jetzt auch mal dabei, wie es ist, mit Jan Abendessen zu gehen. Mhm. Sehr gut. Ich war auch schon mal mit Jan Abendessen, also aber trotzdem danke für das Video. Aber da bin ich da nicht mehr mit dabei. Mir geht's momentan sehr gut. Und, Das sind ja auch Mädchengespräche, obwohl keine Mädchen dabei sind. Ich glaube auch, dass die Sachen, die passieren, nicht für YouTube Deutschland geeignet sind. Ja, weil ich wohne dort bei Jan. Also. Imagine, du nimmst dein Date mit nach Hause und sie macht das im Auto. Verliebt. Oh, Baby, jetzt kommt die Alge. Oh, Baby, die Alge kommt. Oh ja, spürst du die Alge? Oh, die Alge, oh, da kommt die Alge. Oh, Baby, jetzt kommt Alge. Oh, Baby, oh ja. Oh ja, yeah, Baby. Wer steigt nicht gerne in ein Auto und sieht dann das? Muss eigentlich das Parkticket bezahlt werden? Ja, das Parkticket muss im Regelfall bezahlt werden. Ach ja, das stimmt. Warum trägst du die Rose die ganze Zeit? Das geht nur so ein bisschen Rose durch hier. Genau, die Rose liegt jetzt auf der Rückbank und dann... Ich suche gleich zu Hause mal eine schöne Vase heraus für die Rose, die mir der Tim freundlicherweise geschenkt hat. Macht's gut, Freunde. Mein Müllerstor! Ja. Na los, kommen Sie. Okay, ich komme. Der Typ sieht sehr vertrauenswürdig aus. Ich gehe einfach mal mit ihm mit. Mal gucken, wo wir landen. Digga, was machen die da? Gehen die da Drogen kaufen? Keine Ahnung. Also ich verhalte mich in der Öffentlichkeit genauso. Content so Schrott, Handycam-Log. So, das ist der Moment, wo wir aufhören sollten. Es reicht an der Stelle.